Leon de Winters neuer Roman Geronimo ist zunächst einmal großes Kino, ein Agenten-Thriller. Aber natürlich viel mehr. Es geht um Menschlichkeit und um Liebe unter den Bedingungen des islamischen Terrors. Osama bin Laden als Romanfigur. Er wurde 2011 getötet, aber in Ihrem Buch erscheint er als Mensch. Ja. Als Vater, ja. Als Liebhaber, Liebhaber als sogar. Einer mit Potenzproblemen und als ein Mensch mit also, Mitleid. Er hat Mitleid mit einem kleinen Mädchen. Ja, sogar Mitleid. Ist das die Banalität des Bösen, die berühmte? Aber natürlich, es ist natürlich, weil er war auch Mensch. Ja. Es ist klar, er ist einmal geboren worden aus einer Frau. Und er hatte natürlich auch, es war nicht nur das Monster, das wir kennen. Das war er auch. Ja. Aber wie... Wir erinnern uns noch, und Sie vielleicht auch noch, als die Attentaten passierten damals in 2001. Und wir sahen die ersten Bilder von Osama bin Laden. Und wie sah er aus? Wie ein Dichter, wie ein Poet, wie ein Romantiker. Das war nicht das Klischee von einem bösen Terroristen, ja, mit einem schrecklichen Gesicht und mit Hass. Nein, so sanft sah er aus. Das heißt, das Böse liegt tatsächlich in der Ideologie. Liegt in einer Religion, in einer missbrauchten, ja, Religion. Sicher, aber das ist immer das Endprodukt einer Entwicklung. Ja. Es fängt irgendwo anders an. Die Bedürfnis wird irgendwo geboren, das ist die Quelle. Und dann ist es die Frage, kommt da noch eine Ideologie dazu, die Gewalt legitimiert? Ja. Es ist ja nie ein Foto aufgetaucht vom toten Bin Laden. Nein. Deswegen gibt es Zweifel daran, ob er tatsächlich getötet wurde. Und das ist nun der Ausgangspunkt Ihres Romans. Sie spielen, ja, mit dieser Möglichkeit, genau, dass er gar nicht ermordet oder was heißt getötet. Oder gar entführt und noch am Leben sein, ja, könnte. Aber das ist nur der Ausgangspunkt. Eigentlich geht es um die zentrale Frage, gibt es militärische Mittel gegen diese Form des Terrors und der Unmenschlichkeit? Es ist ein Mittel, aber es ist nichts Endgültiges da. Weil es geht um eine Haltung, eine Position, um persönliche Stellungnahmen, aber auch, und wie könnten wir darüber reden, über die Krise einer großen Zivilisation, ja, des Islams. Das ist nicht nichts, das ist eine Riesenbewegung in der Geschichte gewesen, angefangen im 17. Jahrhundert. Und was wir jetzt erleben, das ist eine Krise. Es stürzt fast ein. Es hat keine Antwort auf diese Dynamik der modernen Welt. Was bedeutet Globalisierung? Was bedeutet Individualisierung? Was bedeutet das Feminisierung? Darauf hat diese große religiöse Ideologie keine Antworten gefunden bis jetzt. Muss man das einfach, also wir im Westen, müssen wir das einfach hinnehmen? Oder haben wir Mittel, die Geschichte zu beeinflussen? Wo stehen wir? Ist das nicht ein Wunder von Progress, von Vernunft, von Offenheit, von liberales Denken? Das haben wir. Wir haben auch unsere Ideen. Und nicht nur das, wir haben auch noch sogar unglaubliche militärische Technologien, die da mit zusammenhängen. Wir sollten uns die ganze Zeit davon bewusst bleiben, wer wir sind. Weil wir führen jetzt die Geschichte an. Wir sind aber irre geworden. Es ist ja zum Beispiel in Deutschland verboten, Islam und Islamismus, Islam und Terrorismus in einen Zusammenhang zu bringen. Das haben wir streng zu trennen. Das, ja, ist politisch korrekt, ja, zu sagen, wer glaubt, ist prinzipiell ein Guter. Ja. Ein Gläubiger kann nicht, ja, böse sein. Ja, und das wird gerade stimuliert von Menschen an der Linke, die natürlich traditionell antireligiös sind. Aber bei dieser Religion klappt das alles nicht mehr, dann sollte man das auf einmal sehr vorsichtig sein. Ich erinnere mich die große Sache über, wie man das Katholizismus bekritisiert, sogar beschimpfen sollte. Ja. Es gab, das ist ein berühmtes Beispiel, vor vielen Jahren in Amerika gab es in einem Museum ein Christbild in einer Vase oder sowas, gefüllt mit Urin. Ja. Was ist das? Auch das ist alles, ja, möglich bei uns. Aber man sollte sich mal vorstellen, dass man so etwas macht mit einer Abbildung vom Propheten. Ach, das würden alle aufschreien. Die Welt ist, ja, zu klein. Es ist ja das Seltsame, dass gerade die christlichen Kirchen den Islam am stärksten in Schutz nehmen, ihn verteidigen hier. Wie kommt das?
Angst. Das kommt aus einer rührenden Quelle. Die Angst für Diskriminierung, die Angst für die große, das schreckliche Ding, dass wir Menschen teilen in gewisse Kategorien. Der ist gut, der ist weniger gut. Also dann urteilen wir besser überhaupt nicht mehr. Dann ist das alles gleich, weil die Angst ist, dass wir Unterschied machen, diskriminieren. Aber diskriminieren ist die Basis aller Zivilisation. Ja, ja. Ich meine, das sind ja so viele Absurditäten. Die deutsche Debatte über die Einwanderung. Wir holen 1 Million Antisemiten ins Land. Ja. Aus einem Schuldgefühl darüber, ja, dass wir den Holocaust verursacht, ja, haben. Ja. Das ist doch ein Widerspruch, aber eigentlich ist es eine Groteske der Weltgeschichte. Das ist es auch. Ich bin so gespannt, wie man in 50 Jahren über diese Jahre, diese kleine Epoche schreiben wird. Weil man denkt, die sind alle auf einmal verrückt geworden. Was ist da passiert? Warum sind die nicht stolz? Warum sollten die? Und natürlich, Flüchtlinge, wir haben da eine große Verantwortlichkeit, weil Teil von wem wir sind, ist Barmherzigkeit. Ja. Absolut. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns selbst aufgeben, dass wir vergessen oder auf die Knien gehen, weil wir Angst hätten zu definieren, wer wir sind. Ja. Und wer sind wir? Hier. Ja, und in Ihrem Roman ist es die Musik. Diese wunderbaren Goldberg-Variationen, ja, von Johann Sebastian Bach spielen eine große Rolle, weil ein kleines Mädchen in Afghanistan möchte unbedingt, sie hört diese Musik, will, ja, unbedingt Pianistin werden, ja, was sehr schlimm für sie ausgeht. Die Talibans hacken ihr die Hände ab, weil sie sich mit westlicher Musik befasst. Ich habe fast den Eindruck, die Goldberg-Variationen sind für Sie in diesem Buch der Gegenspieler des Koran. Geht das zu weit? Auf diese Weise habe ich das noch nie formuliert. Es ist für mich das Vollkommene gegenüber das Unvollkommene, klar. Und ein Symbol für wo unsere Ahnen uns gebracht haben. Wir sind frei, die Schöpfung zu vollenden. Bach hat uns gezeigt, wie er das gemacht hat. Und es ist jetzt unser Auftrag, das weiterzuführen. Und auf diese Weise zu spielen mit unseren Mythen, mit unseren Symbolen, diese Freiheit, die hier auf der Buchmesse auf eine unglaublich massale Weise gespielt wird, ja, was ja ein Wunder ist. Schau mal die Geschichte an. Ja. Dennoch, es gibt es. Ja. Und das sollen wir jetzt was verkleinen, weil wir Leute reingeholt haben, die sagen, aber ich mag das nicht oder das ist voller Hass oder sie sind islamophob. Nein, nie. Was haben die Goldberg-Variationen in Afghanistan, in Pakistan zu suchen, fragen sich manche Feuilletonisten, sagen, ja, das sei eine bildungsbürgerliche Illusion. Illusion? Ja. Nein, das ist keine Illusion, das ist eine Notwendigkeit. Ja. Ich habe mal gesagt, was sollten wir unsere neuen Mitbürger geben? Ich habe mal geschrieben, vielleicht sollten wir die Werke von Spinoza geben. Wollen Sie wissen, wer wir sind? Sie kommen jetzt bei uns. Warum? Mhm. Weil es hier besser ist. Ja. Es ist besser hier. Deshalb kommen Sie. Anders, warum sollten Sie anders hierher kommen? Es ist besser. Wissen Sie, warum es hier besser ist? Weil wir haben andere Ideen. Mhm. Wir haben andere Werte. Und das sollten wir verneinen oder sollten wir einander zuflüstern? Ja, es geht eigentlich um diese Ideen. Das Problem mit links ist, dass links die Probleme reduzieren möchte zu sozialwirtschaftlichen Problemen. Und das andere, das religiös-kulturelle, das schließt man aus. Mhm. Weil auf einmal sollte dadurch das ganze Weltbild ändern, dass nicht nur sozialwirtschaftliche Faktoren unseres, ja, Daseins bestimmen und definieren, aber auch kulturell-religiöse Sachen. Und das ist ein Bereich, wo links nie hingehen möchte. Einerseits. Andererseits haben die Amerikaner ja zum Beispiel den Fehler begangen, dass sie glaubten, sie könnten eine Demokratie nach ihrem Muster dort überall durchsetzen, auch mit militärischen Mitteln durchsetzen. Ein rührender Gedanke. Ja. Ein rührender Gedanke. Aber natürlich... Das stimmt nicht, weil es, ja, kann immer schlimmer, weil, ja, man ist weg. Im Moment, dieser Schlag um Mosul. Was ist die größte Gefahr da? Dass jetzt die schiitische Einheiten die Sunniten massal abschlachten. Das ist die große Gefahr. So, dann sind die Verrückten von IS weg und dann hat man auf einmal andere Probleme von ethnischen Säuberungen da, dass die Sunniten alle vertrieben werden. Sie haben in Ihrem Buch, das sind
wunderbare Figuren, eine Mutter, ihre Tochter, dessen Freund, die sind heimlich Christen. Ja. Offen dürfen sie es nicht sein. Ja. Und man könnte die ja retten. Man könnte, hätte die retten können, wenn sie Visa in die Vereinigten Staaten bekommen hätten. Ja. Bekommen sie aber nicht. Nein. Das heißt, sie sind ja ich habe mit diesem Roman nicht gegen die Flüchtlingspolitik. Sie sagen nur, man muss unterscheiden, wen man reinlässt und wen nicht. Ist das eine verrückte Frage, sowas? Na, ich finde das normal. Nicht. Ich finde das auch aber ziemlich. Aber es ist in Deutschland normal. Verboten, so zu fragen. Das ist doch eine Art von Selbstmord. Ja. Ein kultureller Selbstmord. Oder vielleicht geht das weiter. Wir können diese Gesellschaft, die wir haben, diese offene, liberale Gesellschaft, nicht imstande halten, wenn wir nicht da Programme haben. Und das hört sich schrecklich an, ich weiß es, sicherlich in Deutschland, geschichtlich. Wir sollen da unsere Auswahl machen und selektieren. Ich weiß, es ist ein schreckliches Wort. Naja, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, selektiert wurde an den Bahnstationen vor Auschwitz. Ja. Insofern dürfen wir das Wort nicht benutzen. Aber dass man sagen darf, wir brauchen Leute, die integrationsbereit und integrationsfähig sind, das ist doch was völlig Normales. Natürlich. Und unsere Wohlfahrt, die Weise, wie wir leben können, ist, wir sind noch in Entwicklung, hat vor hunderte Jahren angefangen und ist ein Wunder in der menschlichen Geschichte. Mhm. Und das Wunder sollten wir schützen, weil es ist nicht normal, wie wir leben. Es hat nie früher passiert in der Geschichte. Dass wir da jetzt sind, haben wir unsere Eltern zu verdanken. Und wir sollten das weiterführen, aber sehr vorsichtig. Weil es zerbricht. In einer Sekunde ist es wieder weg. Ja. Wenn wir so denken, bekommen wir den Vorwurf, islamophob zu sein, wie man heute so schön sagt. Naja, ich bin antiklerikal, ich bin antireligiös. Zur gleichen Zeit respektiere ich die wunderbaren sakralen Texte aller Religionen. Ich habe immer den Koran auf meinen Tisch legen, wirklich. Und ich kann nicht sagen, schau, ich lese jeden Tag, aber einige Mal in der Woche möchte ich etwas lesen, aufsuchen. Ich habe etwas gehört, ich würde das prüfen. Es ist ganz interessant, es sind sehr interessante Texte als Historiker. Als kulturell-historische Dokumente. Das gilt auch für unsere Bibel natürlich und andere sakrale Texte. In diesem Sinne, wunderbar. Sind Leute frei daran zu glauben? Wunderbar. Wenn man nur die Grenze beobachtet, dass Gewalt nie zugestanden ist. Ja. Wird das Buch in Holland anders rezipiert als hier? Na, ungefähr das Gleiche, denke ich. Wenn man die Zeitungen, wie konservativer, wie positiver, wie linker die Zeitungen, wie negativer. Ich denke, dass es hier auch so. Das sind eigentlich alle politische Urteile. Und das, am Ende geht es nicht mehr über den Buch und über wie spannend es ist, aber über ob ich ja akzeptabel bin oder nicht. Sie schreiben ja nicht für die Feuilleton-Redakteure, Sie schreiben für die Leser. Natürlich. Und da ist dieses Buch natürlich eine wunderbare Mischung auch, weil es eben ein Thriller ist, der mehr vermittelt als nur eine spannende Handlung. Diese Agentengeschichte ist ja auch fast eine Groteske. Sie lassen ja kein gutes Haar an diesen Geheimdiensten. Was auch immer die anfassen, es geht schief. Ja. Soll man sie einstellen? Soll man sie dicht machen? Oder wie stellen naja, sie das? Das ist natürlich auch das Verrückte, was wir jetzt mit all diesen geheimen Dokumenten, die wir jetzt kennen, viel geht auch schief. Dann geht auch etwas gut natürlich, dass man kann das nicht. Aber ja, es bleibt eine verrückte, dunkle Welt und es ist herrlich als Schriftsteller, da ein bisschen zu rühren, dann hinzugucken und daraus eine Geschichte zu machen. Ja, und es riecht natürlich erst recht nach einem richtigen Kinofilm. Der Filmregisseur Leon de Winter denkt wahrscheinlich im Kopf auch immer filmisch, wenn er sowas schreibt. Na, wenn ich schreibe, ist es ein Buch. Das ist ein Roman, weil für ein Drehbuch hat man braucht man andere Elemente. Und ein Kinofilm, heutzutage denke ich lieber in Fernsehserien. Mhm. Die sind im Moment viel spannender als die Kinofilme. Das stimmt, aber das könnte natürlich auch eine Fernsehserie sein. Absolut. Wenn Sie noch eine Idee haben für... Wer den Osama spielen könnte. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Leon de Winter. Ich bedanke mich. Ciao. Danke, ciao.